Und herzlich willkommen zu diesem Video. Ich werde Ihnen hier zeigen, wie man mit dem Casio FX991 eine Funktion numerisch integrieren kann. Das heißt, man berechnet für einen bestimmten Bereich, den man sich frei aussuchen kann, zum Beispiel von 2 bis 5, die Fläche unterhalb der Funktionsvorschrift. Die Funktionsvorschrift ist hier blau gezeichnet. Es ist aber auch mit dem FX991 möglich, die Funktionswerte der Stammfunktion zu ermitteln. Das werde ich Ihnen in diesem Video auch zeigen. Man kann dann also diese Tabellen herleiten. Einmal die Funktionsvorschrift als solche, aber auch die Werte der Stammfunktion. Es geht in diesem Video also darum, eine ganze Funktion auf dem Casio zu integrieren. Zunächst zeige ich Ihnen aber erstmal den einfachen Fall, nämlich dass nur über einen bestimmten Abschnitt numerisch integriert wird und nicht gleich die ganze Funktion. Dazu ein Beispiel. F von x soll 3x plus 2 sein, dann bedeutet ja die Stammfunktion, dass ich das Integral über diese Funktion bilden muss in den Grenzen von a bis b. Die sind hier eingetragen, 0 bis 5 habe ich hier eingesetzt, die Funktionsvorschrift ist auch wieder eingetragen worden und nun habe ich hier die Stammfunktion ermittelt, rein algebraisch. Das kann der Casio allerdings nicht, das heißt, er liefert Ihnen nicht diese hier grün geschriebene Funktionsvorschrift, sondern er liefert Ihnen in der einfachen Variante zunächst einmal nur den Wert der Fläche unter dieser Funktion. Übertragen auf dieses Diagramm bedeutet das, dass die Fläche im Bereich von 0 bis 5 unterhalb der blauen Funktion den Wert 47,5 hat. Diese recht einfache Operation werde ich Ihnen gleich auf dem Casio zeigen. Wie kommt man aber nun an die einzelnen Funktionswerte der Stammfunktion? Dazu muss man die numerische Integration zusammen mit der Table-Funktion anwenden. Das heißt, man setzt als untere Grenze die 0 ein und als obere Grenze den Laufindex x. Und dann integriert man über diese Table-Funktion numerisch die ganzen Werte und am Ende taucht dann tatsächlich diese Tabelle auf, in der in dieser Spalte dann die Funktionswerte der Stammfunktion stehen. Das bildet sich hier zwar als kleines f von x ab, aber es sind die Funktionswerte der Stammfunktion. Auch das werde ich Ihnen gleich auf dem Casio zeigen. Naja, wenn Sie in einer Klausur die Stammfunktion zeichnen müssen, dann können Sie tatsächlich mit diesem Trick, ich nenne es mal so, die Funktionswerte der Stammfunktion ermitteln. Die Funktionsvorschrift der Stammfunktion können Sie auf diese Weise allerdings nicht angeben. Das ist natürlich oft in Klausuren auch verlangt. Das geht auf diese Weise nicht. Aber immerhin, Sie können dann die Funktionsvorschrift als solche zeichnen. Und wenn Sie tatsächlich nur an der Fläche interessiert sind und es nicht um eine Klausur geht, dann ist dieses Verfahren sehr elegant. Zuerst nun die einfache numerische Integration über einen bestimmten Bereich. Als Ergebnis wird natürlich nur ein Zahlenwert, nämlich die Fläche unter diesem Abschnitt, unter der Funktion f von x dabei herauskommen. Das Ganze geht aus dem normalen Rechenmodus heraus recht einfach. Integral 3 mal x plus 2. Die Integralgrenzen gehen in diesem Fall von 0 bis 5. Gleichheitszeichen. 95 halbe, in Dezimalschreibweise 47,5. Das war schon, so einfach ist die numerische Integration über einen bestimmten Abschnitt. Nun aber zu dem Teil, der hier durchaus interessanter ist. Ich wende die Table-Funktion an, um die Funktionswerte der Stammfunktion zu ermitteln. Dazu muss ich den Modus wechseln in die Table-Funktion. Ich werde nach der Funktionsvorschrift gefragt, da gebe ich jetzt das Integral ein, genauso wie vorhin auch, 3 mal x plus 2 und die Integralgrenzen lege ich nun von 0 bis x. Das Gleichheitszeichen betätigt, die zweite Funktion brauche ich nicht. Ich starte beim Wert 0 und lasse das Ganze in diesem Fall einmal von 0 bis 6 laufen und wähle ein Inkrement von 0,5.
Die Integration dauert einen Augenblick, da es ein numerischer Vorgang ist. Ich befinde mich jetzt in der Ergebnistabelle. Hier sehe ich die Stammfunktion, großes f von x. Wenn ich nun darüber wechsle zu dieser Spalte, kann ich die Ergebnisse groß im Display ablesen. Und es ist jetzt sogar möglich, indem man das Gleichheitszeichen drückt, weitere Werte berechnen zu lassen. Wenn Sie dieses Verfahren so anwenden, müssen Sie zwei Dinge unbedingt beachten. Erstens, ich habe keine Integrationskonstante berücksichtigt. Das ist aber bei Aufgaben auf diesem Level auch nicht wirklich üblich. Der andere Punkt, den Sie unbedingt beachten müssen, ist, dass Sie als untere Grenze eine 0 eintragen. Nur dann entspricht das, was in dieser Tabelle auftaucht, wirklich den Funktionswerten der Stammfunktion. Ja, das war es auch schon. Ich hoffe, ich konnte Ihnen etwas Neues zeigen. Ich würde mich sehr über ein Like freuen und natürlich noch mehr über ein Abo und danke recht herzlich für Ihre Aufmerksamkeit.